Hallo, ich grüße dich ganz herzlich und wünsche dir einen wunderschönen guten Abend. 18 Uhr haben wir schon. Draußen ist es noch hell. Ist es nicht herrlich, dass jetzt so langsam mal wieder länger hell ist und morgens auch früher wieder hell wird? Aber ich möchte mit dir nicht übers Wetter sprechen. Ich möchte mit dir jetzt über Erfolg sprechen. Ich möchte mit dir mal drüber sprechen, wie trittst du an? Wenn du dir etwas vorgenommen hast in diesem Leben, Ziele erreichen möchtest oder du hast irgendein Vorhaben, was du gerne realisieren möchtest, du hast dir ein Ziel gesetzt, wie trittst du dann an? Ziehst du dich eher zurück, wenn die ersten Brocken auf deinem Weg da dir begegnen? Oder überlegst du dir, wie du um die Brocken herumläufst? Oder denkst du drüber nach, über die Brocken drüber zu springen? Oder ziehst du dich ganz zurück in dein Schneckenhaus? Und welchen Blick hast du auf dein Leben? Durch welche Brille schaust du auf dein Leben? Schaust du so auf dein Leben? Alles ist schwarz, alles ist dunkel, alles ist schwer. Das Leben ist hart und beschissen, das Leben ist eine harte Schule, alles ist schwer überhaupt, das Leben meint es nicht gut mit mir. Und so diese ganzen Glaubenssätze, die in dir drin sind. Schaust du so auf dein Leben? Wie wäre es denn, dieses dunkle Teil da mal auszuziehen, mal so ein Teil anzuziehen? Und mal diese schöne Welt, dein Leben, auch mal durch die rosa-rote Brille zu sehen. Möglicherweise setzt dein Kopf jetzt ein und denkt, ja, ja, die hat gut reden, bei mir ist das doch so oder so. Oder ich kann doch nicht alles durch die rosa-rote Brille sehen. Das verstehe ich sehr gut. Ich kenne diese Gedanken ja auch nur zu gut von mir. Mit einem Aber. Allem, was wir Aufmerksamkeit schenken, bekommt Energie und wächst. Und wenn ich auf die Art und Weise hier in die Welt blicke, aufgrund meiner Prägungen, aufgrund den ganzen Kram, der in mir drin ist, hier, der mir eingepflanzt wurde in meiner Kindheit, den ich aufgesaugt habe von meinem Umfeld, der in meinem Unterbewusstsein verankert ist oder noch eine Etage tiefer ins Unbewusste gesackt ist, dann bekommen diese Themen Energien und können wachsen und können auch nicht aus meinem Leben verschwinden. Und das Leben zieht an mir vorbei. Und ich sehe alles durch meine schwarze Brille. Und wenn ich die abnehme und ziehe stattdessen die rosa-rote Brille an und werf mal den Blick auf das wunderbare Leben, auf die schönen Dinge und schenke denen Aufmerksamkeit und löse mich von diesem ganzen alten Kram, dann erschaffe ich mir ein wunderbares Leben, beziehungsweise du. Und das wollte ich dir mit diesen zwei Brillen jetzt einfach mal näher bringen, wollte ich mal ein bisschen wachrütteln, dir mal zu erlauben, dich von den ganzen alten Prägungen, was immer noch in dir aktiv ist, was immer noch dich zu Situationen erschaffen lässt in deinem Leben, die du überhaupt nicht mehr haben möchtest. Ich möchte dich dazu einladen, dir wirklich mal bewusst zu machen, du kannst das alles ändern. Es ist alles eine Frage der Entscheidung. Wofür entscheidest du dich? Entscheidest du dich für Erfolg? Natürlich mag das kurzzeitig mal anstrengend sein, mal in eine andere Richtung zu gehen und zu sagen, jetzt packe ich endlich mein Leben in meine eigenen Hände und übernehme die Verantwortung, die volle Verantwortung für mein Leben und höre auf, das Leben an mir vorbeiziehen zu lassen und gehe endlich mal in eine andere Richtung. Und beginne mal wieder mehr Dinge durch die rosa-rote Brille zu sehen, den schönen Dingen Aufmerksamkeit zu schenken, mir selbst, also du dir Aufmerksamkeit schenken kannst. Dann bekommst du Energie und kannst wachsen. Damit wollte ich dich jetzt hier mal gerne
inspirieren und das mal so ein bisschen auf den Punkt bringen mit diesen beiden Brillen. Also hab Mut, trau dich mal im Unterbewusstsein wirklich aufzuräumen und dich von den ganzen Dingen zu befreien, die da immer noch so auf dir liegen. Viele Energien. Ich habe das bei mir immer früher wahrgenommen, als wenn so viele Schleier um mich liegen und auch wie so ein Damoklesschwert das ein oder andere über mir liegt und keinen Ausweg gewusst. Aber sobald du die Entscheidung triffst, sobald du das erkannt hast, das Leben ist viel zu schade, dass es an dir vorbeizieht. Das ist immer der allererste Schritt. Und der zweite Schritt ist dann einfach auch mal zu sagen, eine Entscheidung zu treffen. Ich gehe jetzt in eine andere Richtung. Und das Wertvollste, was du dir da auch holen kannst, ist eine Hilfe von jemandem, der dort ist, wo du einfach hin möchtest auch. Der weiß, wie du dich fühlst, wie es dir geht, der einfach selbst diesen Weg schon gegangen ist. Wir haben da so eine seltsame Ader, sag ich mal. In der Schule haben wir uns an die Hand nehmen lassen und zeigen lassen, wie wir lesen und schreiben lernen. Im Alter von 12 Monaten, da haben wir gesehen, hey, die Umgebung, irgendwie laufen die alle auf zwei Füßen und ich krabbel hier noch auf allen Vieren auf dem Boden rum. Da haben wir uns an die Hand nehmen lassen und haben uns helfen lassen, auf zwei Beinen aufrecht zu gehen. Und das hat alles funktioniert. Und das hast du selbst ja alles auch schon gemeistert in deinem Leben. Du bist einmal mehr aufgestanden, als du hingefallen bist, jeder von uns. Und deshalb erlaube dir auch jetzt, egal was bislang in deinem Leben schon war, dein Leben wieder in die Hand zu nehmen, selbst. Und dir ein selbstbestimmtes Leben zu gestalten, ganz nach deinem Herzen. Und wenn du das Gefühl hast oder Gedanken aufkommen, es ist jetzt schon zu spät, weil, nein, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, wo du in dir fühlst, dass du etwas verändern möchtest. Der richtige Zeitpunkt ist immer jetzt, wenn du den Impuls bekommst. Und deshalb möchte ich dich dazu wirklich animieren und einladen. Beginn mal wieder dein Leben hier mehr mit der rosaroten Brille zu sehen. Okay? Ich mache dir jetzt mal durch die rosarote Brille jetzt mal noch ganz spontan einen Vorschlag. Ich schreibe dir ins Kommentarfeld einen Link zu meinem Online-Kalender rein. Da gibt es noch ein, zwei freie Termine. Und dann komm zu mir in ein kostenfreies Erstgespräch. Lass uns mal persönlich miteinander sprechen. Und dann schaffen wir da Klarheit, was noch deine Themen sind, was noch deine Glaubenssätze sind, die dich immer noch daran hindern, in deine wahre Größe anzunehmen. Hallo liebe Fanja, schön, dass du dabei bist. Schön, dass du da bist. Ich schaue jetzt mal auf die rosarote Brille. Nach Köln, Kölle Alaf. Ja, also schau mal mehr durch die rosarote Brille wieder und komm gerne zu mir ins kostenfreie Erstgespräch und lass uns da persönlich miteinander mal sprechen. Ich schreibe dir den Link gleich hier in die Box in die Nähe von dem Video rein. Ich habe eben gesehen, es gibt noch ein oder zwei freie Termine diese Woche. Und dann lass uns gerne persönlich miteinander sprechen. Okay? Und ansonsten verabschiede dich von dieser schwarzen Brille hier. Und hab mal wieder Spaß und Freude in deinem Leben. Okay? Hab noch einen wunderschönen Abend. Bis dahin. Ciao.